Foxy Eye, Cat Eye. Was verbirgt sich denn dahinter? Fragen wir anders. Was unterscheidet denn dieses von diesem Gesicht? Ja, es könnte mit dem Blick zu tun haben. Heute erkläre ich euch, was wir plastische Chirurgen machen müssen, damit ihr auch so einen Foxy Eye Blick bekommen könnt. Hallo, mein Name ist Dr. Timo Spanholz und ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in der Praxisklinik am Rosengarten. Man kennt diese Begriffe Cat Eye, Foxy Eye, Eyebrow Lift und viele denken, was ist denn jetzt was und wer kann das am besten und so weiter und so fort. Ich möchte euch heute die wichtigsten Fakten zu dieser Operation in dem Video erklären, damit ihr wisst, ob das eine Operation ist, die auch etwas für euch sein könnte. Grundsätzlich geht es darum, dass bei vielen Frauen und übrigens auch bei vielen Männern die Augenbraue im Alter absinkt oder angeboren etwas tiefer steht. Und die Augenbraue anzuheben, da gibt es dann oft den Wunsch, sie hochzuspritzen, aber dabei handelt es sich leider um ein kleines Gerücht, denn richtig anheben kann man die Augenbraue nur mit einem kleinen Eingriff. Und bei diesem Eingriff handelt es sich genau um die Cat Eye oder Foxy Eye Operation. Wie funktioniert dieser Eingriff? Oben in der Haarlinie wird ein kleiner Schnitt gemacht, durch den wir uns einen Tunnel bauen bis zur seitlichen Augenbraue. Diese wird verankert und nach oben angehoben, um dem Auge, also den beiden Augen, eben diesen speziellen Look zu verleihen. Eine Erweiterung, die wir in unserer Klinik machen, sieht einen ganz kleinen Schnitt hier an der Seite des sogenannten lateralen seitlichen Augenwinkels vor, weil wir den ebenfalls mit anheben, um die Augenachse leicht zu verändern. Und das ist dann das Resultat, das sogenannte Foxy Eyebrow Lift oder der Cat Eye View. Die Key Facts der Operation sind, man kann die Operation natürlich in kurzer Narkose machen, aber auch ein Eingriff in örtlicher Betäubung ist denkbar. Eine Übernachtung bei uns in der Klinik ist nicht notwendig und ihr seid wieder gesellschaftstauglich, also so, dass man die Folgen der Operation nicht mehr sehen kann, nach ca. 10 bis 14 Tagen. Ihr möchtet auch eine kleine Operation gerne vermeiden und ohne Operation arbeiten? Dann ist vielleicht das Fadenlift etwas für euch. Schaut euch doch mal das Video mit meiner Kollegin Frau Dr. Waldhauser an, die euch mehr zu diesem Thema erklärt.